ist er wohl, Jussi, kommen hier zu einem weiteren Unboxing-Battle auf meinem Kanal. Und ich denke, auf dieses Duell habt ihr euch schon eine längere Zeit gefreut. Und ich würde mich auch riesig freuen. Ich sag's direkt zu Beginn, ich hau direkt auf den Tisch hier. 500 Likes. Leute, haut raus. 500 Likes für dieses Unboxing-Battle. WM-Sticker versus WM-Karten. Sticker versus Karten. Wenn ihr mich fragt, ich sage euch meine Meinung. Ich bin aufgewachsen mit Panini-Stickern. Deswegen, ganz so betrachtet, finde ich WM-Sticker geiler als WM-Karten. Sage ich, wie es ist. Aber es gibt viele von euch da draußen, die sagen, die Karten Adrenalin XL sind vielleicht... Vielleicht ist der ein oder andere mit Adrenalin XL-Karten aufgewachsen. Dann kann ich das auch vollkommen, voll und ganz nachvollziehen. Sprachenlernen, Bubble. Voll und ganz verstehen, das wollte ich sagen. Nachvollziehen, das wollte ich, glaube ich, auch sagen. Oder eines von beiden, ich weiß es nicht. Sprachenlernen, Bubble, ihr habt es gehört. Ich bin mit Panini-Stickern aufgewachsen, deswegen... Aber darum geht es heute nicht. Es geht darum, in welchen Packs die besseren Spieler drin sind. Es geht heute um das Unboxing-Battle. Und wir haben auf jeder Seite, man mag es kaum glauben, 7 Päckchen am Start. 7 Päckchen, dass wir heute Sprachenlernen, Bubble. Ich weiß nicht, was heute los ist. Zweimal Bubble in den ersten 2 Minuten. Leck mich am Arsch. So, jetzt aber. Wir haben 7 Päckchen am Start. Warum? Weil wir halt eine Entscheidung wollen. Und 7 Päckchen, das heißt 4-3, 3-4 oder 5-2, 7-0, 0-7, kann alles hier heute so ausgehen. Ich habe euch die Sticker verlinkt. Ihr könnt natürlich auch im Panini Online Shop die Adrenalin XL Serie euch ergattern. Genau, einfach mal abchecken, Link unten auschecken, mich supporten, Geld sparen mit verschiedenen Bundle-Angeboten im Panini Online Shop. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Wir gehen rein ins Battle. Karten versus Sticker. Man mag es kaum glauben, aber es ist so. Es ist die Wahrheit. Es ist der Wahrheit. So, Abfahrt. Natürlich ist es ein bisschen unfair, ich weiß, hier sind 8 Karten drin, da sind 5 Karten oder 5 Sticker drin. Aber wie soll ich's machen? Ich hätte denn 2 Stickertütchen gegen ein Pack nehmen können, aber dann wären da 10, dann wären da 8. Ja, Guardiol, ich mache so ein Pack gegen ein Pack. Kim, Coop Miners, Brasilien-Logo und Hutchinson. Da würde ich sagen, ist ein Josko Guardiol der Beste. Und Josko Guardiol hat die Möglichkeit, hier den Punkt mitzunehmen. Aber es kommt halt drauf an, was wir jetzt für einen Spieler bekommen. Ja, und ein Rüdiger, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Vinicius Junior. Hier wären viele dabei gewesen. Ich hätte, glaube ich, auch einen Griezmann einen Punkt gegeben. Aber Vinicius Junior ist dann schon aus meiner Sicht eindeutig. Und somit ist es das 0:1 für die AXL-Serie. Und das soll nicht bedeuten, dass ein Guardiol schlecht ist. Guardiol ist ein guter. Ein sehr guter. West McKennie. El Pistolero. Christoph Piontek und der Beißer. Suarez. Der hat sich durch das Stickerpack gerade gebissen. Kapi. Also das war auch ein ordentliches Stickerpack. Suarez ist jetzt nicht einfach zu schlagen. Luis Suarez ist jetzt nicht gerade einfach zu schlagen. Da haben wir... Ja, okay. Hat sich erledigt. Ich muss gar nicht den Rest angucken. Ich muss gar nicht den Rest angucken, wenn wir hier einfach einen CR7 als Tormaschine bekommen, dann ist es leider Gottes. Ja, eindeutig. 0:2. 0:2. Munteri. Iran-Logo. Pereira. Oh, okay, das ist jetzt. Boah, aua, das tut weh. Das tut leider weh. Ich glaube, das wird heute eine. Eine Machtdemonstration von den Karten. Kann das sein? Weil Danilo Pereira... Ja, da sehe ich auch ein André Silva vor. Das war jetzt auch ehrlicherweise ein Kack-Kartenpack. Aber einen André Silva sehe ich da auch vor einem Danilo Pereira. So leid es mir tut. Ich würde den Stickern gerne einen Punkt gönnen, aber wir müssen ja hier fair bleiben. Wir müssen ja hier fair bleiben. Fair Play. Steht natürlich in ganz vorne. Und das ist hier Romero, Griezmann, Cissé, Molina und Degenek. Ich denke mal, da sind wir uns auch einig, wenn ich hier einen Antoine Griezmann auslege. Und das Griezmännchen hat die Möglichkeit. Wenn es nochmal so ein Pack ist wie gerade eben,
Warum nicht? Und da ist auch ein Griezmann. Also Harry Kane. Oh, Ronaldo. Aua, 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 aua. Ah, ja, es ist schon vorbei. Die Sticker können nicht mehr gewinnen. Die Sticker können nicht mehr gewinnen. Di Maria, Lukic, Barsham, Goli Sade und Meria. Der Beste ist Angel Di Maria. Der ja immer irgendwie hinter dem Schatten von besseren Mitspielern stand, obwohl er selber ein guter Spieler ist. Bernardo Silva. Lorente, Hakimi. Ja komm, jetzt gönnen wir, oder? Jetzt gönnen wir Angel Di Maria den Punkt. Bernardo Silva, es war auch gut. Hätte man vielleicht sogar unentschieden sagen können. Bernardo Silva, Di Maria. Aber die Sticker haben ja sowieso leider schon verloren. Noah Okafor. Diego Godin, Raucho Delaney. Nehmen wir den erfahrensten Mann. Diego Godin. Diego Godin tritt an gegen... Unai Simon, Laporte. Ah, Ederson. Embolo. Ja, ist natürlich jetzt blöd, einen Torhüter gegen einen Verteidiger zu vergleichen. Godin, Ederson. Godin, Ederson. Komm, Diego Godin macht's. Diego Godin macht's. Letztes Pack. Mbaitso. Hinkapi, Ribus und Laporte. Ja, Laporte wird es jetzt, glaube ich, nicht machen. Ist aber der Beste aus dem Pack gewesen. Ich sag, wir ziehen jetzt hier nochmal einen Kracher. Depay. Ja, Marco Reus macht es aus meiner Sicht schon. Freuler. Ja, einen richtigen Kracher haben wir nicht. Marco Reus ist der Beste. Und Marco Reus macht auch den Punkt gegen Laporte und somit ist es hier der Endstand. Ronaldo Doppelpack, Vinicius Junior schnürt nochmal ein Törchen. Ja, André Silva hat auch nochmal eine Vorlage von CR7 bekommen. Marco Reus macht nochmal ein Törchen. Und für die Sticker waren es Di Maria und Diego Godin. Ja, zu wenig. Somit gewinnen die Karten hier das Unboxing Battle Sticker vs. Karten. Wenn ihr das Ganze nochmal sehen wollt, haut ein Like raus, haut ein kostenloses Abo raus. Denkt dran. 500 Likes würde ich mich sehr darüber freuen. Ihr könnt gerne die Karten und die Sticker auschecken. Unten in der Beschreibung ist der Link zum Panini Online Shop. Könnt ihr euch sehr gerne durchklicken. Auch die Playlist zu allen WM 2022 Sticker Videos ist unten in der Playlist. Unten in der Videobeschreibung verlinkt in einer Playlist. Und dann bin ich jetzt raus. Sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.